Und da sind wir wieder zurück in der lustigen Runde hier. Das letzte Mal haben wir, naja, für viel Aufsehen erregt. Und wir sind wohl eine ziemliche Katastrophe. Heidecker war wirklich gereizt. Der Mann im schwarzen Umhang streifte durch die Stadt, aber wir können ihn nicht finden. Der Mann im schwarzen Umhang? Er ist vor 2 oder 3 Tagen aufgetaucht und tötete einige unserer Soldaten. Danach ist er sofort wieder verschwunden. Es geht ein Gerücht um, dass er Sephiroth war. Achtung! Weggetreten! Und da sind auch alle schon wieder weg. Hey, du! Legst du dich mit der Armee an? Weiß nicht. Du bist zu faul, keine Pause für dich. Komm her! Aber ich will doch auch eine Pause. Jetzt bekomme ich sicher einen Besen und darf alles schrubben. Das ist das Militär, Soldat! Der Tagesbefehl lautet, Präsident Rufus am Flugplatz zu verabschieden. Ich werde euch drillen, bis es soweit ist. Ich werde helfen, Sir. Ich auch, Sir. Also gut, stellt euch in Reihe und Glied auf und zeigt mir die Endstellung. Der Tagesbefehl ist Formation. Merkt euch das. Fertig. Junon, Verabschiedungskommando, Marsch. Dreieck? Quadrat? Dreieck. Ich hab doch Dreieck gedrückt. Quadrat. X. Huch. Okay, ich kann noch gar nichts machen. Ja, okay, ich versuch's. Lalala. Das funktioniert ja ganz gut. So, kapiert? Jojo, ich hab das voll kapiert. Nein, ich und Patzer. Was ist die Spezialstellung für heute? Ich hab mich noch nicht entschieden. In Ordnung, Rekrut. Ich lass dich entscheiden. Zeig mir deine beste Bewegung. Ich hab keine Bewegung. Mal sehen. Meine beste Bewegung? Ja. Wow. Das ist fantastisch. In Ordnung. Das ist unsere spezielle Bewegung für heute. Übt sie. Yes, Sir. Also dann, Treffen am Flughafen. Komm nicht zu spät. Achtung! Weggetreten. Alter, wir sind so schlecht in dem. Wir sind eine richtige Schande für das Militär. Genau so muss es sein. Schließlich wollen wir sie ja blamieren. Geht euch diese Musik aus, so in Fleisch und Blut rüber? Die ist einfach toll. Die ist so richtig motivierend, Scheiße zu bauen. Präsident Rufus wird am Flughafen verabschiedet. Ja, ich weiß doch gar nicht, wo der Flughafen ist. Hier jedenfalls nicht. Ich muss bestimmt hier lang. Wartet auf mich! Ich will nicht alleine sein. Ich verirr mich doch so schnell. Hab doch keine Ahnung, wo ich bin. Kann mir denn niemand helfen? Hallo, Matrose? Was ist los? Der Aufzug ist wegen einer Inspektion zurzeit außer Betrieb. Weißt du, direkt unter uns befinden sich ein U-Boot-Dock und der Unterwasser-Marco-Reaktor. Okay, dann bin ich hier wohl falsch. Das ist gar kein Matrose, das ist ein Mechaniker oder was los? Sieht aber aus wie ein Matrose. Überall Hunde. Wartet auf mich! Guck mal, da ist der Marshmallow-Mann.
Also gut, es ist Zeit. Achtung, ich komme. Ich bin schon da. Präsident Rufus ist eingetroffen. Das ist es. Empfang mit militärischen Ehren in Junon. Macht es richtig. Macht es mit Enthusiasmus. Fertig. Na, war das nicht toll? Mist, jetzt bin ich zu spät. Nein, das war falsch. Der andere lacht sich schief. Ich bleibe einfach stehen. Was für eine tolle Aufführung, oder? Ich kann nicht so schnell. Da hinten ist ja Red 13, guck mal. Wie lange geht denn das noch? Ich war schneller. In Ordnung, jetzt ein starker Endspurt. Spezial! Und ich habe gar nichts ausgeführt. Gut gemacht. Ja, danke schön. Ich war einzigartig, oder? Macht weiter so für Shinraik. Oh oh. Hier ist ein Sonderbonus für dich. Ein Zeichen der Güte des Präsidenten. Vergiss es nicht. Superstehler erhalten. Ja, für meine fantastische Arbeit. Da haben wir doch super hingekriegt. Wenn erst bekannt ist, dass Sephiroth ist, hier ist, werden Cloud und seine Freunde auch hier auftauchen. Wir zermalmen sie, sobald wir sie finden. Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen. Hier, hier stehe ich, hier bin ich. Überlassen Sie das mir, Sir. Habe ich dir nicht gesagt, nicht mehr so blöde zu lachen? Ja. Ja. Ach, dem ist auch nicht mehr zu helfen, was? Okay, weggetreten. Das war knapp. Heidecke ist in letzter Zeit ziemlich gereizt. Weil Hoyo verschwunden ist und einen Rücktrittsscheiben hinterlassen hat. Ja, Heidecke wurde gezwungen, um sich auch um diese Untersuchung da zu kümmern, weißt du? Schnauze, ich dachte, es hieß weggetreten und ich labert hier alle voll. Huch. Schnell weg hier! Wir müssen etwas aufräumen. Beeil dich! Warum denn immer ich? Hey, schnell! Du bist der Letzte! Ja, wenn du das sagst. Wie bist du hierher gekommen? Nein, Delfin hat mich mitgenommen. Priscilla erinnerte sich an den Delfin, nachdem du an der Säule hochgeklettert warst. Aber du darfst nicht böse auf sie sein. Warum sollte ich? Wir überqueren das Meer zum neuen Kontinent. Selbst wenn wir Shinra-Uniformen tragen. Was sein muss, muss sein. Na dann, auf geht's in neue Lande, Freunde. Tschüss, ihr Berge. Ach, so eine Bootsfahrt ist doch einfach was Schönes. Wo es uns wohl hinträgt? Ja.
Hallöchen! Ich arbeite schon verdammt hart. Und du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Der wird uns eh nur rumkommandieren hier. Und ich werde euch jetzt ausrauben. Da ist eine Kiste. Mit einem Äther. Ja, Äther. Ich mag Äther. Da haben wir auch noch was. Eine Substanz. Alle. Substanz haben wir ja sowieso noch was Neues. Achso, wir haben nur Cloud jetzt. Meine Freunde sind nicht dabei. Ich bin so traurig. Hey, ich bin... Ah, hey, ich bin... Aris. Hey, Cloud. Hast du das Luftschiff in Junon gesehen? Ja, ich habe gehört, dass es groß sein soll, aber ich dachte nicht, dass es so groß sein würde. Das ist wirklich ein Ding. Hey, glaubst du, ich könnte auch auf? Ja, ich nehme dich irgendwo mit. Gib die Hoffnung nicht auf. Wow, ich freue mich drauf. So, aber jetzt bleib erstmal hier unten. Hey, mach dich an die Arbeit, du fauler Sack. Sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidecker befinden sich an Bord des Schiffes. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Eine Beförderung. Ich mag Beförderungen. Versuch bloß nicht, mich zu stoppen. Okay, ich zeige dem neuen Präsidenten, wer ich bin. Ja, mach du das ruhig. Ich suche mal meine anderen Freunde. Wen haben wir denn hier so? Hey, was ist los, Mann? Du hast echt kein Pep. Ein Seemann muss Pep haben, ne? Irgendwas fehlt. Was heißt das fehlt? Ja, dass irgendwas fehlt. Dass ich irgendwas kaufen muss. Ja, komm, so eine Phönixfeder gönnen wir uns noch. Guck mal, der andere tanzt da oben irgendwie. Können wir hier hinauf? Jo, können wir. Hallöchen! Jawohl, Sir! Es ist alles ruhig, Sir! Ach so. Aber weißt du was? Ich kann diese Uniform nicht ausstehen. Uniformen, Soldaten, Krieg. Das kann ich nicht ausstehen. Sie nehmen dir alle die Sachen und Menschen weg, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden, nicht wahr, Cloud? Ja. Du hast recht. Jawohl, Sir. Ich werde weiter auf Wache bleiben, Sir. Dann mach du das mal schön, Tiffa. Du hattest am Anfang eine ziemlich männliche Stimme. Ist das hier vielleicht... Das wird ja wohl kaum Barrett sein, oder? Wie komme ich denn da hin? Komme ich da überhaupt hin? Ach, hier. Okay. Oh Mann, wir haben es fast zur Costa del Sol geschafft. Wenn ich dort ankomme, werde ich mir meinen wohlverdienten Urlaub nehmen. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und lege mich etwas in die Sonne. Tu das. Oh, ich kann eigentlich wieder mal speichern. Wäre vielleicht gar nicht übel. So, dann könnten wir hier eigentlich auch mal wieder speichern. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja, Entschuldigung. Na, das geht doch. Wo speichern wir denn? Ich würde sagen, hier. Ich habe gar keine Karte, die ich entfernen kann. Haha, ausgetrickst. So, jetzt da hoch mal. Hallo, du komischer Clown. Ich bin's. Red 13, ja, okay. Mir ist ein bisschen schwindelig, aber erwischen sollten sie mich nicht. Menschen gucken eben nur auf das Äußere. Wie man es auch betrachtet, ich würde sagen, ich gebe einen guten Menschen ab. Ja, du tanzt nur ein bisschen komisch. Ach ja, jetzt sehe ich auch den Schwanz. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Aber wir werden uns in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer auf diesem Schiff umschauen. Mal sehen, was wir sonst noch so entdecken hier. Wird bestimmt ganz lustig. Irgendwo müsste ja auch noch Barrett sein. Hoffe ich jedenfalls. Also, ja, tanzt du noch ein bisschen weiter, Red 13. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.